Ha! Überraschend einfach eine neue Folge angefangen. Es wird sonst zu lange und so lange will ich das hier nicht machen. Verdammt, ich bin im Soul-System. Imperialer Kurier. Aua. Nee, ich will mich irgendwie... Was? Was hat er geschrieben? An dir lasse ich nichts mehr dran, Grünschnabel. Naja, nee. Aber der hat mich jetzt... Ich schon oft passiert, da hat mich eine Kobra abgefangen und eine Igel. Da habe ich dann gegen die gekämpft, da waren die weg, ne? Aber so ein Imperialer Aufklärer, ich weiß nicht, ob der stark... Also der ist schon relativ stark. Der hat meine Schilde jetzt ziemlich runtergebracht in der kurzen Zeit. Da lasse ich doch dann lieber die Finger von. Muss ja nicht sein. Obwohl, ich glaube, die Systemsicherheit wäre relativ schnell da gewesen. Hier rechts, das ist ein Spieler. Das ist eine... Cobra MK3. Na, Scanner erforderlich, warte mal. Jetzt scannt er richtig. Captain Wein 12. Ja, wenn das nicht mal ein Name ist. Captain Wein 12. Cobra kompetent. Leer, Fraktion, kein Eintrag. Ja, das ist ganz netter Checkkerl wahrscheinlich. Aber ich kann doch hier irgendwie Captain Line 12. Ja, was könnte ich denn schreiben? Fehlt ich nicht. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Aber das Haus ist doch am schönsten. Ja, das passt. Würde ich schreiben. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Und wir fliegen vorbei. Habe ich nicht noch ein Smiley? Ach, der ist da oben. Chris Turner hat mich da abgefangen. Der verdammte Chris Turner. Was ist denn das da? Ah. Der Mars. Der blaue Planet. Hä, was? Wo sind eigentlich die Marsmonde? Hier Popos und Tinos und ich weiß nicht, wie die heißen. Der Mars! Wie viel Wasser hat der denn? Der hat für meinen Geschmack ein bisschen sehr viel Wasser, hä? Und sehr viel Licht. Zu viel Wasser und zu viel Licht. Oh, sieht das toll aus! Weg, dass man wieder was sehen können. Hat jemand das geschrieben? Nein, schade. Nein, so nicht mehr angezeigt. Schade, schade. Auf hier der lokale Chat funktioniert, habe ich im Grunde gar keine Ahnung. Da, sticht rot durch. Also wenn man sehr nah an Planeten ist, dann ist es eigentlich nur ein Pixelhaufen. Da kann man damit ja gar nichts anfangen. Ich glaube, ich zeige euch nur Highlights des Sonnensystems. Wer will schon Merkur sehen? Ganz im Ernst. Naja. So schön sieht er jetzt auch wieder nicht aus, hä? Die Monde vermisse ich. Schade, dass die Monde irgendwie nicht mitgenommen haben. Ich denke mal, in dieser Folge zeige ich euch mal noch Saturn. Ich würde mal sagen Saturn. Mensch.
Saturn würde ich mal noch sagen. Gasriese der Klasse 1, Gasriese der Klasse 1, Gasriese der Klasse 1. Aha. Und was, ja, Saturn, und das war's, denke ich mal, für die Folge. Zunächst mal bin ich vielleicht etwas kooperativer mit dem Aufnehmen, würde ich mal sagen. Aber jetzt, ja, habe ich einfach nur gemacht, weil ich zu Sol jetzt mal wollte, und das muss natürlich mit aufgenommen werden, ist ja klar. Ist ja klar. Da fängt mich hier einfach jemand ab. Oh, schade, ich hätte wirklich gedacht, hier bei der Rom-Basis da um die Erde, da kriegt man alles. Ja, ja. Bei einer anderen Raumbasis, bei Altea, glaube ich, da hätte ich Stufe 5 Schilde bekommen oder so. Nee, hier doch auch. Nee, irgendwas Stufe 5, weil ich es hier nicht bekommen habe. Ich weiß gar nicht mehr was. Da habe ich aber gedacht, na, mal gucken, vielleicht kriege ich ja so einen super Frameshift-Antrieb. Irgendwo habe ich auch schon mal so einen Stufe 5 Frameshift-Antrieb gesehen. Auch für 5 Millionen. Da hatte ich aber das Geld nie gehabt. Da habe ich mir gedacht, Mensch, den würde ich mir eigentlich auch noch holen. Aber dass es hier bei der Erde nicht gibt, da... Also, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen wie... Hier kriegt man alles. So ein bisschen hier Intershop-mäßig. Saturn. Der Ringplanet. Der Planet der Ringe. Kennt ja jeder den Film, ne? Planet der Ringe. Teil 1 bis 3. Da ist die Sonne. Ach, wie schön. Die Erde. Dürfte man von hier aus im Grunde gar nicht sehen. Kann man auch die Voyager-Sonde, die Voyager-Sonden sehen. Oder die Pionier 10 und 11 und Voyager 1 und 2. Das wäre cool. Hinterherfliegen und dann dagegen rammen und kaputt machen. Mensch, der Traum eines jeden Astronomen. Gegen die Voyager- und Pioniersonden zu scheppern. Die jetzt nach dieser Spielzeit im Grunde schon 1140 Jahre lang unterwegs sind. Einfach dagegen scheppern. Die dürften jetzt auch nur so ungefähr, ja, etwa, ja, ein Stück halt irgendwie aus dem Sonnensystem raus sein. Also schon ein ganzes Stück, die haben ja jetzt schon im Sonnensystem verlassen, oder jedenfalls eine von denen. Aber, ja, die dürfte nicht sonderlich weit gekommen sein, auch nicht in diesen 1140 Jahren. Das ist, deprimierend. Sehr deprimierend. Ich weiß gar nicht, wie schnell sind die nochmal? Ich weiß es gar nicht. Und wie schnell würden die nach Alpha Centauri kommen, das will ich auch nicht. Aber lange. Die bräuchten lange. Die sind langsam. Die sind wirklich sehr langsam. Die Geschwindigkeit, die wir hier, jetzt habe ich hier gerade achtfache Lichtgeschwindigkeit drauf. Das kann man, also so eine Geschwindigkeit, wie man hier in so einem Spiel erreicht, das kann man niemals mit unserer reellen Raumfahrt, ich mal ansatzweise verbinden. Hier stöhnen wir schon, wenn man 2 Stunden bei Proxima Centauri dahin fliegen muss. Da stöhnen wir schon, oh, wie langsam ist denn das? Also, wir brauchen 6 Monate bis zum Mars. Wenn der günstig steht, brauchen wir 6 Monate bis zum Mars. Denkt euch das mal, also, denkt da mal mit, Leute. Also, es ist nicht ganz so toll, wie man denkt. Jetzt fliege ich hier 2-fache Lichtgeschwindigkeit. Wir erreichen das einfach nicht. Schon 1/4 Lichtgeschwindigkeit würde uns also ganz schön weiterbringen. So, genug gequatscht. Das ist Saturn. Der ist aber sehr oval. Also der müsste sehr schnell rotieren, würde ich sagen, wenn der so oval sein soll. Ist der so oval? Aber die Ringe sind sehr karg. Die Ringe, die sehen viel schöner aus.
die Ringe sind lahm. Und der ist so oval, der wird ja fast auseinandergerissen. Wirklich. Die Ringe sind lahm, die müssten viel größer sein, viel größer, viel imposanter. Ihr müsst euch mal ein Bild von Saturn ansehen. Oh, die Ringe sind aber sehr dünn. Guck mal hier, den äußersten Ring. Da will ich jetzt mal fliegen. Ist es nur Staub? Kann ich hier durchfliegen? Nein, kann ich nicht. Aber es sind nur sehr, sehr kleine, viele Asteroiden. Also im Saturn, bei Saturn sind eigentlich die Ringe so von Staub, großen Gesteinen bis hausgroß. Aber das hier ist sehr dick, also das ist sehr, sehr dicht. Für das, wie dünn das jetzt gerade aussah, ist das hier wirklich sehr dicht. Und sehr große Brocken. Ich dachte, die sind kleiner. Das Eis, hä? Nein, nein! Ah! Gehört. Du musst gar nicht so viel reden, hä? Warte mal, was ist denn, wenn wir jetzt einfach mal die... Thrusters offline. Shields offline. Alles außer die Lebenserhaltung ausstellen. Da dürfte es doch jetzt ziemlich, ziemlich kalt werden. Oh, ich liebe das. Ich liebe das, was man hier in die Lichte machen kann. Sieht toll aus. Der Schatten könnte ein bisschen besser sein. So, Saturn. Ich glaube, hier bleibe ich. Hier beende ich dann die Folge. Oder? Ich glaube, ja. Finde ich cool. Finde ich einfach nur cool. Ja. Boah, 7% nur. Trust is online. Das ist unglaublich. Das ist ja schade, wegen auf YouTube sieht das dann nicht ganz so toll aus, aber das ist so
Wow. Ich würde sagen, das ist toll. Das ist toll. Also, mir tut es eigentlich schon leid, dass ich irgendwie dazwischen quatsche in diesem Let's Play. Das ist komisch. Aber ich finde das so toll. Ich würde sagen, hier beende ich die Folge. Und es sieht einfach toll aus. Ich finde das gerade so toll, wie das aussieht. Und Mensch. Sonnensystem. Na gut, wow, also ich bin, es ist aber auch, weil ich ein bisschen müde bin und noch Hunger habe und so, und deshalb hört das auch mit dem Reden langsam auf, aber auch noch das verstärkt so noch. Sieht so toll aus. Ich liebe dieses Spiel. Ist großartig. Na gut, ich würde mal sagen, das war's. Hier bleibe ich jetzt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Guckt in der Nacht mal in den Sternenhimmel, vielleicht seht ihr ja Saturn. Das ist von euren Blickpunkt, also von der Erde aus gesehen, vielleicht nicht gerade viel. Und ja, von Saturn aus gesehen, das kann ich ja euch nochmal zeigen. Merkur, Erde. So, von Saturn aus gesehen ist da die Erde. Wenn ihr etwas seht, dann verratet es mir bitte. Bei mir ist es nicht einmal ein Pixel. Ich sehe gar nichts. Das will ich damit sagen. Wo ist eigentlich die Sonne? Die Sonne ist da. Und Jupiter? Jupiter sieht man von hier aus auch nicht. Schön. Das ist wahrscheinlich am anderen Ende des Sonnensystems. Kann jetzt gut sein. Und. Das war eine Frage. Alpha Centauri? Alpha Centauri. Sirius kann ich auch nicht hin. Alpha Centauri? Hallo, Wolf 359 ist da. Alpha Centauri ist da. Ah, leuchtet schön. Ist ja. Na gut, das ist Sonne, Erde, Mars. Ihr wisst schon. Kennt ihr alles? Jetzt zoome ich noch mal raus, um die Galaxiekarte zu sehen. Finde ich toll. Na dann. Na dann. Finde ich toll. Finde ich toll, finde ich toll. Wo ist Saturnin? Da. Okay. Gut, ja. Wow. Also, Ende der Folge, würde ich sagen. Und, ciao mit Y, ihr wisst schon. Gut. Bye.